Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2 Remake. Ja, wir sind hier noch voll in Action. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht gar nicht umgestellt gehabt, ja? Lass uns in Ruhe. Wir müssen doch nur ein Feuer löschen. Ja, wir haben beim letzten Mal zum Glück auch den Schlüssel bekommen, den Kreuzschlüssel. Jetzt können wir auch eigentlich weitermachen hier. Endlich kommen wir weiter. Haben etwas Progress gemacht. Oh Gott. Ja, das soweit so Claire. Das haben wir auch im Claire-Szenario gemacht. Oh, das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass hier der Tyrant rumrennt. Oh nein, da ist er auch. Oh, scheiße. Wir haben ja keine andere Möglichkeit jetzt. Oh, scheiße, Leute. Was mache ich denn nun? Wir müssen da vorbei. Also ich muss irgendwie versuchen, an ihm vorbeizukommen. Ich meine, der ist ja relativ langsam. Ja, es geht. Ja, solange es nicht zu eng ist auf dem Gang, da geht es noch. Oh, jetzt habe ich keine... Okay, naja, latschen wir erstmal hier weiter. Aber es ruckt noch ab und an. Nichtsdestotrotz. Das ist natürlich Mist. Jo, jetzt sind wir wieder hier. Hier ist das Büro von Chief Irons. Ich gehe erstmal nach oben. Da lagen, glaube ich, noch Bretter rum. Denn da werden natürlich auch die Zombies hier vor der Tür rumhängen. Nehme ich mal ganz stark an. Oder vor dem Fenster, besser gesagt. Boah, das ruckt immer noch. Es sollte eigentlich nicht mehr rucken. Hm, er kommt. Oh, verdammt. Ja. Okay, die können wir jetzt verbarrikadieren, die Fenster. Das ist super. Nein, nicht untersuchen. Verbarrikadieren, Mensch. Nutzen, genau, das war richtig. Hier ist zum Glück alles zu. Ah, hier können wir jetzt rein, genau. Dazu, also das weiß ich noch. Da kamen wir ja mit Claire nicht rein. Nein, den hier, genau. Haha. Aber dafür können wir, oh Gott, hier war doch irgendwo der Licker, ist doch hier durchs Fenster gesprungen. Müsste jetzt eigentlich hier sein. Aber nee, da ist er nicht. Das ist cool. Erstmal gucken, was wir hier haben. Ha! Da haben wir wieder so ein Tresor. Hier mal ein Zettel. Konfessierungsbericht. Datum 14. August 98. RPD. Wartezimmer 2F. Konfessierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er einen Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfessiert. Anmerkung. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhirniger Kleptoman. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Hm, ein Kleptoman ist das egal. Oh, die sollten wir uns mal merken, die kommen hier. 6211. Das ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. Schreibe mir trotzdem mal auf. Also mal liegen. So. 6, 2, 11. 6 rum. 2 rechts rum. Und 11 wieder links rum. Okay. Alles klar, das hätten wir. So, dann wollen wir natürlich noch den netten Tresor öffnen, den Handtresor, wenn man so möchte. Ah, mache ich es mir mal wieder ein bisschen einfacher, dann geht's schneller. Denn da wird natürlich die letzte Taste noch enthalten sein, die wir brauchen, um an die Erweiterung für unser Inventar zu kommen, weil die benötigen wir natürlich. Logischerweise, Moment, hier liegt noch was rum. Ach nee, hier können wir nur durchspringen, ne? Das ist gut, aber nutzt uns nichts, weil natürlich da die Herztür ist und wir haben ja keinen Herzschlüssel. Wir haben nur den Kreuzschlüssel, den möchte ich aber auch so langsam loswerden. Puh, na gut, machen wir das mal. Untersuchen müssen wir das erstmal, genau, so war es ja zunächst, ne? So, ah ja, so war das genau, mit der Taste, genau, das ist Nummer 1. Machen wir Nummer 1 draus, genau.
Wo ist, haben wir Nummer 2? Ne, das ist nicht Nummer 2, das ist Nummer 1, 2, 2, 3, 4. Nummer 4 ist hier. Okay, reimt sich. Was haben wir denn hier? Das ist Nummer. Wie sind das hier? 1, 2, das sind 8, ne? Nummer 8 ist das denn. Gut. Nummer 8 haben wir hier. Das haben wir hier. Nummer 3, ne? Ja. Nummer 3, alles klar. Wo ist denn Nummer 2? Ja, diesmal. Das ist Nummer 7. 7. Aha, dann war Nummer 2 endlich. Gut, was haben wir hier? Nummer 5, genau. Dann kann das letzte Nummer 6 sein. Okay, dann haben wir es, ja. Alles klar. Also ich fange mal da an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die letzte, die Nummer 8. Na also, geht doch. Und wir haben die letzte Taste. Ui, und da wieder hinzukommen, da sind ja Licker und sonst was alles unterwegs. Eieiei. Ja, wie ich das machen soll, keine Ahnung. Nein, ich hief mich erstmal hier rüber. Oh, hier haben wir ja was Schönes. Ah, noch mehr Muni. Ah, ja. Die mixen wir mal. Hä? Nee. War jetzt nichts zu mixen. Aber hier ist noch was. Ein Farbband auch noch. Oh Mann. Ein schönes das Inventar wieder voll, ne? Wunderbar. Na, sogar zwei Farbbänder. Prächtig. Kommt der hier rein? Ihr könnt da eigentlich nicht. Ihr müsst den Schlüssel dafür besitzen. Ganz toll. Lass mal wieder darüber. Oh, er hat auch noch was dabei. Oh Gott. Ich werde hier überschüttet. Ah, das können wir mal mixen. Super. Aber wir haben natürlich keine Schrotknarre jetzt dabei. Herrlich. Welche Tür hat er jetzt aufgerissen? Ich weiß es nicht, Leute. Scheibenkleister. Okay. Scheiße. Ich mache mich immer wieder weg hier. Na, mal sehen. Jetzt werden wir gleich erleben, ob er hier reinkommt. Wow. Wo sind wir denn da jetzt gelandet? Verstehe ich jetzt gar nicht. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Jo, komm mal. Ach, jetzt sind wir hier. Ach du Scheiße, Leute. Moment, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Ach du Shit. Hä? Gut, jetzt habe ich gar keinen Plan mehr. Das ist der Presseraum. Vernehmungsraum. Vielleicht kommen wir da mit dem Schlüssel rein. Ich habe scheinbar noch keine Karte gefunden, um das jetzt so richtig zu lokalisieren. Oder nee, da waren wir ja gerade, ne? Genau. Da kommen wir gar nicht hin. Okay, jetzt sind wir hier. Hier müssen wir uns jetzt orientieren. Da war nichts weiter. Hier ist Büro. Wie ist Büro? War denn das? Oh Mann, Leute, scheiße. Ich komme gar nicht mehr klar hier. Hier ist ein... Ja, der ist ganz woanders. Oh, hier ist immerhin noch ein grünes Kraut. Vielleicht kommen wir jetzt... Moment. Da sind die Schließfächer. Die sind bei der Dunkelkammer. Da komme ich aber von hier aus jetzt gar nicht hin. Nee. Ich bin direkt auf der entgegengesetzten Seite. Scheiße, Leute. Wie komme ich jetzt... Ah, das ist jetzt der Mauerdurchbruch quasi. Ah, Mist. Wie komme ich denn da jetzt hin? Jetzt muss ich da raus und dann hier irgendwie... Oh, dann... Ja. Über den Umweg dann in die Halle. Ich glaube, hier ist alles voll mit Zombies inzwischen. Ja. Probieren wir mal das Beste hier. Ach nee, jetzt komme ich ja genau. Waren wir hier schon mal drin? Jo. Ah, hier können wir den ganz gut ablenken. Dann komme ich ja von hier aus auch zum Tresor. Alles klar, Leute, würde ich mal sagen. Aber hier ist leider keine... wo ist er denn? Scheiße, Leute, ey. Scheiße. Ah! Wo war denn der Tresor? Irgendwo oben, ne? Ich weiß gar nicht, wo der läuft. Ach, da läuft er jetzt. Scheiße. Ah, hier sind überall noch Zombies, ey. Das ist echt mistig.
Na, die kommt jetzt auch hier an. Wow. Okay. Wow, die hat eine. Nee, ich nehme jetzt über die Knarre hier. Moment, Moment. Jetzt könnten wir auch hier. Hier haben wir ja immerhin. Oh, ich glaube, der kommt hier auch rein, oder? Ja, hier können wir ein bisschen was ablegen. Hier können wir zumindest die Farbbänder jetzt verstauen, weil die brauche ich ja dann nicht mehr weiter. Dann sollte ich mal die Schrotknarre rausnehmen. Hä? Wo ist denn die Schrotknarre eigentlich? Scheiße, Leute, wo ist denn die Schrotknarre? Habe ich den noch gar nicht? Doch, hier ist sie doch. Die sieht so klein und unscheinbar aus. Super. Das ist schön. Ah, der kommt anscheinend hier nicht rein, aber ich höre hier wieder irgendwelche Zombies. Ah, die Zombies können hier auf jeden Fall rein. Können wir nicht noch irgendwas ablegen? Nee. Moment, kann ich die Knarre jetzt laden? Jo, die kann ich laden. Die ist jetzt voll. Und dann haben wir immerhin noch einen Platz und da muss ich auch noch hin. Also sprich in den Waffenraum. Super, ja, da kommt die Alte. Jetzt müsste er langsam mal tot sein, ey. Das kann er nicht angehen. Nö. Die sind quasi unkaputtbar. Ich weiß gar nicht mehr, wo jetzt der... war hier der Tresor? Nein, hier war nicht der Tresor. Ich muss hier lang jetzt, ja, leider. Oh, verdammt. Okay, dann muss ich ihn erstmal hier ablenken, um dann auf die andere Seite zu kommen. Und dann komme ich immerhin an den Tresor. Hm, naja, komm, lass ihn erstmal hochlatschen. Hier bin ich. Na, rafft er das? Oder kommt jetzt die Leiter hoch? Na, das wäre jetzt krass. Ha! Na, soll er ruhig. Jo, da brauchen wir eine Weile. Das ist super, Leute. Ich glaube, der kann auch ganz schnell wieder runterspringen. Super, war das jetzt der? Ja, das war der Großgang, glaube ich. Ja, haha, abgelenkt. Na geil, aber Zombies. Zombie-Ahead. Juhu. Scheiße. Scheibenkleister. Oh, der verfolgt uns. Oh nein, da ist ja auch noch einer. Schnell, 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 schnell. Scheiße, scheiße, scheiße. Der ist direkt hinter uns. Wow, wie kriege ich den jetzt abgelenkt hier? Da ist der Tresor. Mist, ey, scheiße. Puh. Schrotknarre erstmal nehmen. Ah, ich weiß, dass ich gegen den nicht ankomme, aber um mir die Zombies erstmal vom Hals zu schaffen. Ah, scheiße, ey. Ah, der kommt auch nicht auf die Idee, in die andere Richtung zu rennen. Sollte ich jetzt runtergehen? Nee. Ja, doch. Jetzt bin ich aus Versehen runtergerannt. Ah, scheiße. Na geil, ich bin hier nur am Rennen. Oh Mann, ey. Verpisst euch, ey. Lasst mich bloß in Frieden, ja. Mist, jetzt bin ich falsch. Jetzt bin ich direkt auf der falschen Seite, ja. Obwohl. Wartet mal, Leute. Ich kann ja hier durch. Hier war zwar auch noch einer. So, gut. Haha. Ja. So läuft's, wenn man sich so halbwegs auskennt. Also hier müssen wir hoch. Ah, die Alte. Nein. Hä? Nein, nicht doch. Was war das denn? Ey, was soll das hier? Was soll jetzt die Scheiße hier? Oh, was ist das für ein Mist, ey? Ah, jetzt bin ich ja fast tot. Ah, jetzt kann ich es echt vergessen hier, glaube ich. Das war es jetzt schon so gut wie. Nein! Naja, das war's. Okay. Scheiße, Dreck, ey. Ah! Ah, nein, weg, 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 weg. Warum ist denn der hier jetzt?
Scheiße. Ah, ich brauch die Karte. Leicht panisch, ne? Ey, irgendwo war doch hier so ein Mistkraut noch gewachsen. Ah, ey, ist da echt die Hölle. Da kommt der Typ hier ausgerechnet hier. Fuck it, ey. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ey, ich hab keine Chance. Jetzt mit dem Vogel noch und nee, das ist nicht zu machen. Hier komme ich ja sowieso nicht hoch. Geil. Ja eben, ich komme hier nicht hoch. Super gemacht. Geile Taktik. Ju. Zum Glück habe ich jetzt genug zum Speichern. Ne? Ich habe Farbbänder besorgt, aber bin hier trotzdem fast tot. Super. Wo war denn hier noch so ein grünes Kraut? Irgendwo lag hier noch so ein Mist. Wagenheber, ja, das steht hier. Ja, den brauche ich noch, den Wagenheber. Den habe ich nämlich noch nicht. Den muss ich erstmal besorgen. Fragt mich nicht mehr, wo. Woher genau? Jetzt wird der wieder durchkommen hier. Und ich bin so lahm jetzt unterwegs hier. Das ist ja der Mist. Man wird ja auch langsam umdrehen. Ist da nichts unten gewesen hier? Habe ich alle Kräuter schon verbraucht? Anscheinend, ne? Ah, da hängt wieder so ein Zombie rum. Ey, es ist zum Kotzen, was die aushalten. Deswegen kann man die sich ja nicht einfach mal so vom Hals schaffen, ne? Ah, gut, wenn er mich jetzt erwischt, ist es das halt gewesen mit mir. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Komm, jetzt lass mich hier irgendwie was finden, was ich gebrauchen kann. Läuft das jetzt weiter eigentlich die Zeit, oder? Nein. Ich muss nochmal abbrechen. Ja, man muss es immer abbrechen, wieder neu starten. Wow, Leute, ey. Haha, ist das krank. Ja, macht's ja irgendwie in meiner entgegengesetzten Richtung, ne? Ist ganz komisch. Nee, eigentlich war es richtig. Nee, nee. Eigentlich macht er das richtig rum, genau. Erstmal. Und 6. Zweite Zahl war 2. Und dann war es 11. Na komm schon. Ja, komm, was ist denn da drin jetzt? Och nee, was soll ich denn damit? Mündungsbremse, na, ist ja cool. Für die Mathilda. Was ist denn die Mathilda? Wow, ja schön. Das hat mir jetzt ganz viel gebracht, nicht? Na, geil. Ey, das ist doch nicht wahr. Naja, immerhin. Also schießen sollte ich wirklich mal üben. Ich muss schnell zum Schießstand. Lasst mich durch. Oh, ey Mist. Ey, wo war denn das Kraut hier? War das irgendwo unterirdisch angesiedelt? Ah, fuck, ey. Wo ist der Vogel? Ich höre ihn nur, ich sehe ihn aber nicht. Ich kann ihn nicht wirklich verorten. Ich brauche erstmal ein Kraut, Leute. Sonst bin ich hier echt des Todes. Oh, hier sehe ich mal ein bisschen was rumliegen. Hier in der unterirdischen Etage. Das ist unterirdisch, was ich hier zurecht spiele. Aber gut, das ist ja auch unter sehr widrigen Bedingungen, muss man dazu sagen. Ne? Soll jetzt keine Entschuldigung sein. Ich muss dahin, leider. Nur wie? Wie komme ich da jetzt schnell hin? Ich muss durchs Büro. Büro Westseite und dann, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe jetzt eine Weile pausiert mit dem Spiel. Oh, fuck, 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 Leute. Jo, und wenn dann der Licker kommt, dann war es das mit mir. Und hier ist, glaube ich, genau. Hier ist dieser komische Wagen hier mal drin, den wir brauchen, um überhaupt weiterzukommen. Aber erst möchte ich mal dahin. Jo. Okay. Ha. Wuh. Ja, eine andere Wahl habe ich nicht.
Alter, gibt es hier 301 oder was? Ne, 301 gibt es gar nicht. 2, oh, was mache ich denn da? Weg. Weg. 1, 0, 3. Super. Messer! Yes! Immerhin. Nein. Mach mal weg. Was war denn jetzt 1, 0, 3, ne? Was ich hier gedrückt habe? Ja. 2, 0, 3. Ja, die Erweiterung. Ich glaube, das war's dann, ne? Scheiße, da kommt er, glaube ich, schon. Nein. Doch, da ist er. Fuck it, Leute. Wo ist denn das Ding? Ah! Wie komme ich jetzt hier lebendig wieder raus? Irgendwie hier lang, ja. Boah, scheiße. Ah. Falsche Richtung, hier muss ich lang. Erstmal durchatmen. Wow, wie geil. Wir haben auf jeden Fall die Erweiterung auch bekommen. Sind quasi fast tot. Boah, puh, ist das scheiße hier. Scheiße hart, ey. Keine Muni mehr, jetzt haben wir noch ein bisschen Schießpulver, aber das war's dann auch. Sonst, wie das ja, wie wir das gewohnt sind hier, unter diesen Bedingungen zu spielen. Wir haben nichts mehr weiter, außer ein Kampfmesser und ein, ja, kaputtes Kampfmesser. Na, besser als nichts. Aber hier folgt er uns nicht nach. Nee, das ist schon mal super. Aber ich glaube, sonst haben wir hier auch nichts weiter. Ich weiß nicht mehr, wo das andere Kraut war, dieses grüne Kraut, ja. Oben sind wir jetzt, okay, Mitte. Wo ist hier das mistige Kraut? Unten. Na, ich kann hier gar nichts irgendwie verorten. Kann man nicht die Etagen noch wechseln, die Ebene wechseln, ja, okay. Na geil, mit G. Nee. Da kann man nur hier durchschalten. T. Ah, toll, das kann ich auch so machen. Also das nutzt mir gar nichts. Was ist denn das da? Da ist irgendwas. Achso, das Stars-Abzeichen, das habe ich ja. Das brauche ich ja nicht mehr. Ist ja schön, dass er das nochmal so festhält. Wow, Leute. So. Ah, da wo dieser komische Licker war, da müssen wir nochmal hin. Leider. Aber ich glaube, ich speichere vorher. Vorher speichere ich, auch wenn wir uns jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben hier, aber das hat ja keinen Zweck. Nee, warte mal. Mach mal das andere Zeug wieder rein. Warte mal, wie kann man das, aha. Verstauen? Nee, verstauen mal 6er, genau. Sodass wir eins hier haben, weil dann muss ich nicht immer umswitchen. Wenn ich denn wieder neu lade, ne, und alles wieder verstauen. Das muss ich dann nicht extra machen. Ja, ich lege trotzdem mal einen extra Speicherpunkt an. Ne? Was soll der Geiz? Das, okay. Irgendwo war doch noch ein grünes Kraut, Leute. Aber fragt mich nicht, wo. Der rennt da immer noch oben rum. Ich bin angeschlagen ohne Ende. Wo war hier noch ein grünes Kraut? Ich weiß nur, dass hier ein rotes Kraut... Ah, hier. Bei der Treppe ist ein grünes Kraut. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Ach du Scheiße, Leute, ey. Unten soll ich lang gehen, na geil. Ja. Büro Westseite. Schön, jetzt komme ich da lang. Nee, jetzt sehe ich gar nicht mehr durch, wo ich hier bin. Ich bin doch eigentlich jetzt in der... Ach so. Hä? Wieso war da gerade ein... Ach so. Ja, hier ist so ein Pfeil, okay. Warum immer dann Pfeil ist, auch wegen dem Mauerdurchbruch oder was? Ich weiß es nicht genau. Hier muss ich lang, da ist das Büro. Ne, wo war denn jetzt das Kraut? Das war genau auf der anderen Seite. Ne, ne, da muss ich dann hoch oder wie? Oder wenn ich hier lang latsche, dann da. Ne, das ist zu riskant. Ich muss oben lang, ja. Aber oben sind die Zombies. Eigentlich brauche ich ja bloß einen Schuss pro Zombie jetzt, mit der Knarre jetzt zumindest.
Ist eigentlich meine Lieblingsknarre. Aber die leben ja irgendwie alle noch hier. Keine Ahnung, was die für einen Überlebenswillen hier haben. Das kennt gar keine Grenzen. Ah, der rennt hier noch oben rum, ne? Lass mal gucken, wo. Ach, da rennt er jetzt runter. Aber da ist das Kraut, richtig? Ne, da ist ein anderes Kraut. Hä? Ist das unten das Kraut denn? Feuerleiter und dann da unten ist das vielleicht das Kraut. Ich weiß es nicht hundertprozentig jetzt mehr. Dann sollte ich vielleicht erstmal das. Ja, das Kraut holen hier. Genau. Weil das hat ja natürlich eine bessere Wirkung in Kombination mit dem grünen Kraut. Und wenn er jetzt kommt, dann muss ich mich erstmal verdrücken. Das bringt ja jetzt nichts. War das jetzt hier unten? Oh, ich bin so durcheinander hier. Wo? Nee, hier ist es definitiv nicht. Wo ist denn das? Auf der anderen Seite. Heizraum. Ach, da war doch noch eins. Okay. Jetzt weiß ich, wo das ist, genau. Da, wo wir das Wasser umgestellt haben, ne? Da unten. Na, dann gehen wir erstmal hier lang. In der Hoffnung, dass der Tyrant nicht wieder kommt hier. Genau. Weil wenn der hier erscheint und dann die Leiter, die Treppe runterkommt, dann habe ich ein mittelschweres Problemchen. Mir reicht schon die nette Zombie-Dame da. Ja, ich sag's noch. So, das werde ich auch gar nicht lange horten. Das werde ich gleich mal verwenden. Komm. Verwende es, sonst sind wir gleich wieder tot. Denn ich glaube, jetzt muss ich auch nicht mehr nach unten. Puh, das haben wir geschafft, Leute. Sehr schön. Jetzt komme ich auch wieder so halbwegs voran. Oh, jetzt ist der Typ wieder hier. Wenn ich doch nur hier runterspringen könnte irgendwie. Wartet mal, Leute. Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich denn nicht auch zum Räumchen mit dem... Ne, das ist genau auf der anderen Seite, ne? Genau, mit dem Herzchen. Oh Gott, wo komme ich denn da überhaupt hin? Aktenraum. Muss ich irgendwie gänzlich auf die andere Seite empfangen und dann da durch und dann da lang. Ach du Scheiße, Leute. Muss ich ja direkt auf die andere Seite rennen. Na, wunderbar. Huch. Jo. Ist ja nicht. Sind jetzt endlich hier alle zu... Bleibt da wieder fast stehen, ja? Super. Okay, Leute. Na, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, ich sollte erstmal abwarten in dem Safe-Raum. Weil da kommt er auf jeden Fall nicht hin. So viel ist mal sicher. Also scheint zumindest so. Ich weiß es nicht genau. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen und kehrt um. Super. Soll er sich mal verkrümeln, der Junge? Und noch guckt er. Der wartet auf uns. Nein, mach dich mal weg, Junge. Jetzt ist er irgendwo hingegangen. Muss mal für kleine Tyrants. Ah, das ruckt immer noch das Spiel an Türen. Also hat sich leider noch nicht viel getan, trotz des Updates. So, Leute. Ich speichere nochmal. Das hat keinen Sinn, ja. Weil da kommt ein Licker und so, ne? Und es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Wir haben ja genug Farbbänder noch. Genau. Eins nehmen wir raus. Und ich bin auch optimistisch, dass wir sowieso noch welche finden werden. Also bei jedem Fortschritt sollte man wirklich hier speichern. Ja, das kann man jetzt ruhig überschreiben. Das ist jetzt eigentlich nicht so wild, ja. Weil so groß ist der Fortschritt jetzt nicht gewesen, den wir gemacht haben. So, aber wir sind jetzt erstmal gesund, so halbwegs. So, ne, ich kann erst gucken, wenn ich hier oben bin. Super, Leute, okay. Jetzt muss ich, von mir aus gesehen, muss ich jetzt nach rechts, ja. Dann muss ich irgendwie durch den Empfang.
Also vorne rum. Na, kommt er? Na, ich glaube, hier war auch eine Menge los, ja. Scheiße. Mehr als eine Menge war hier los. Scheiße. Ah. Okay, ein Messer sind wir damit los. Aber ich komme auch hier nicht mehr raus, leider. Jo, scheiße. Schon wieder halb tot. Wunderbar. Jetzt sind wir zwar in dem Raum hier, aber kommen hier auch nicht mehr raus. Mega geil. Das habe ich ja prima hingekriegt. Damit ist auch der Schlüssel obsolet. Den können wir jetzt wegwerfen. Aber wir sind halb tot. Also, ja, das bringt es jetzt nicht wirklich. Und die Zombies kommen hier sogar rein. Ja, irgendwie gar nicht mal so schlecht. Aber hier komme ich nicht raus. Was haben wir denn da? Eine Handgranate. Wow, Zombies auf Zombies. Ja. Geil. Komm raus, nimm hier. Und hier haben wir immerhin eine Granate, so. Ah, das habe ich. Na, ja, von wegen, er hört nichts. Gut. er hört ja sehr gut, ne? Der, Licker, aber kann schlecht sehen. Aber scheinbar war das laut genug, dass er das mitbekommen hat, als wir die Tür öffneten. Ja, nee, dann müssen wir einfach neu laden und das war's dann, ne? Was soll's. Probieren wir das halt nochmal. Also da ist die Hölle los, mit anderen Worten. Aber jetzt wissen wir immerhin, wo wir hin müssen. Ob das was bringt, wenn ich da schleiche, aber ja. Glaub nicht. Ich glaube immer nicht. Ich versuche hier einfach mal leise durchzulaufen. Aber hier sind ja etliche Zombies. Leider. Schnell rein. Haha. Gut, das haben wir jetzt besser geschafft, indem wir einfach bloß gegangen sind. Ja, ihr kleinen Schätzchen. So. Gut, die Zombies können hier ruhig reinkommen. Das ist mir sogar lieb, ehrlich gesagt. Die muss ich kalt machen. Ja, der ist doch tot, Mensch. Okay, den lassen wir hier reinkommen. Und dann versuche ich wieder rauszurennen. Den trickse ich mal aus. Ich probiere es zumindest. Den locke ich erstmal an. Wo rennt der jetzt hin? Oh, ist er gestolpert über seinen Kumpadre. Na, das ist doch mal ehrlich. Das tut mir aber leid. So, jetzt versuche ich mal leise zu sein. War hier noch irgendwas Nützliches auf der Etage? Oh, ein Farbband. Ich habe ein Farbband übersehen. Scheiße. Ah. Ah. Das ist doof. Jo. Ja, ich habe das Farbband eh übersehen. Kann ich gleich nochmal... Nee, ich starte gleich nochmal neu. Das bringt hier gar nichts. Okay, wenn ich das Farbband dennoch habe, ich weiß gar nicht, wo ich das habe liegen lassen. Ja, ich dachte, ich hätte alles mitgenommen, was da war in dem Raum. Also einfach leise rein und leise wieder raus. Ne? Aber gut, wenn der Tyrant kommt, was soll ich denn machen? Da bin ich noch ein bisschen überfragt an der Stelle. Das schmatzt also komisch, ja? Als ob er über jemanden rübergerannt wäre. Ja? Aber gut, wenn ich hier leise bin, dann... Moment, hier war ja auch noch was. War hier eine Karte dran? Nee. Hier war es so. Jetzt hätte ich da was gesehen. Hm, irgendwie greifen die uns doch an hier. Das ist irgendwie lustig. Als ob die gar nicht auf uns gefasst waren.
Gut, okay. Zack. Na los, nimm's doch einfach mit, das Ding, ey. Warum muss ich da erst um den Tisch rumrennen? So, und wo ist das mistige Farbband hier? Was soll hier im Raum sein? Wo? Nein, nein! Oh. Sehr gut. Next one. Der kann auch ruhig kommen. Was ist denn das da? Klebt da sein Gehirn? Na, den Typen müssen wir aus dem Weg gehen erstmal. Oder mache ich den kalt? Obwohl, wir müssen hier nie wieder hin. Glaube ich. Hoffe ich. Messer. Ich bin ganz leise. So, wenn ich Pech habe, dann... Oh, nee, was ist das denn hier? Warum ist denn hier noch ein Zombie jetzt? Scheiße! Ah, direkt in der Tür natürlich. Der Mist. Typ hier. Ah, kann man ihn nicht jetzt schnell werfen? Prima. Sind wir hier genau in der Bredouille. Ja. Also das ist jedes Mal genau gleich, der Ablauf hier. Aber gut, okay. Na, mehr schlecht als recht haben wir das jetzt hier geschafft. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen. Gut. Naja, hätte besser klappen können, aber dadurch, dass jetzt da noch ein Zombie war, ja, also... Krass, ich keine Ahnung, wo der auf einmal hergekommen war. Verstauen 1, genau. Sonst noch was verstauen? Ja, nee, den können wir wegwerfen. Super. Ich glaube, jetzt kann ich auch das Rad... Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen das große Zahnrad. Ja, das nehmen wir einfach mal mit, oder? Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin echt überfragt hier in dem Spiel. Jetzt haben wir immerhin mehrere Messer, noch eine Granate dazu. Ich meine, weit kommt man damit nicht. Zumindest nicht in den Schwierigkeitsgrad hier. Aber gut, ich speichere erstmal. Okay. Und dann werden wir ja wieder irgendwann ein Heilkraut finden, nehme ich mal an. So hoffe ich zumindest. Naja, wie dem auch sei, Leute. Ich hoffe mal, die Folge ist nicht zu lang geworden. Also, falls es euch Spaß gemacht hat, mir zuzusehen hier beim Scheitern und beim Durchkämpfen auf jeden Fall. Ja, dann lasst doch bitte ein Like da oder zumindest eine Bewertung. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Euer Chuck. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch was, Leute.